Hey und herzlich willkommen zurück zu One Piece Grand Cruise, Freunde. Ja, im ersten Part haben wir die erste Story abgeschlossen von diesem Spiel. Und ihr könnt ja hier schon sehen, das Ganze ist natürlich ein VR-Spiel. Falls ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Es sind wirklich viele lustige Sachen passiert. Allein schon im Zimmer von Nami. Oh mein Gott, dieses Ding juckt ein bisschen. Wenn es auf der Nase so komisch sitzt. Aber ist jetzt auch egal. Wir drücken erstmal eine beliebige Taste und gucken uns das an. Freunde, schlage den Kraken zurück. Das ist die zweite Story, die wir jetzt machen werden hier. Und, Oh, Doflamingo? Was? Doflamingo macht damit? Das wusste ich gar nicht. Ich habe nicht wirklich viele Infos über das Spiel gesammelt, aber das ist krass. Wir werden jetzt erstmal hier noch unser Geschlecht ändern in einen weiblichen Part. Das gefällt mir nämlich. Habe ich ja im letzten Part schon gesagt. Und dann werden wir jetzt auch mal diese Story hier spielen und mal gucken, was uns jetzt genau hier erwartet, Freunde. Ich bin echt gespannt, ey. Das kann einfach nur geil werden. So. Gotcha. One Piece. Oh, er erzählt mir einfach dieselbe Story nochmal. So, Freunde, wir müssen uns jetzt wieder entscheiden. Namis Kahüte, Kombüse, Oberdeck oder Lazarett. Und ich denke mal, wir gehen erstmal nach Lazarett und gucken uns das mal an. Gibt's da jetzt noch was? Oh, hi, Sanji. Schnell Lazarett. Puh, das war knapp, Sanji. Du hast mir fast die Zeit geklaut. Ja, wir legen los, Ruffy. Ich bin gespannt. Oh. Nein, ich bin nicht verletzt. Komm nicht zu nah mit deinem großen Kopf. Ich habe Angst. Hä, was war das? Was ist denn das? Bist du verletzt? Du schaust also nur vorbei, genau. Oh, Alkohol. Pandaman! Du brauchst ja keine Sorgen um mich machen. Alles okay. Oh, hi, Robin. Hast du Süßigkeiten dabei? Nein, tut mir leid. Ich hätte ja sogar welche gegeben. Komm, wir sagen einfach ja. Hi. Alter, wie groß der Kopf ist. Ich hab gedacht, ich kann so einen Kopfnuss geben oder so. Wie der abgeht bei Süßigkeit, aber so kennt man als Chopper. Was anderes erwarte ich gar nicht bei ihm. Aber das raff ich ehrlich gesagt nicht. Warum ich da den Hut oder das da nehmen können? Jetzt habe ich es nicht lesen können. Ich sage einfach trotzdem mal ja. Ich will Chopper nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe. Ihr müsst vorstellen, der Text ist manchmal bei mir weiter unter der Kamera. Also sprich, ich kann den Text manchmal gar nicht lesen. So weit tief ist er bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussehen wird, aber ich hoffe, dass es bei euch anders aussehen wird und dass ihr den Text lesen könnt. Aber ich kann es manchmal nicht. Das könnte ich jetzt zum Beispiel lesen, weil wenn ich manchmal so hochgehe, dann sehe ich ihn. Ruffy braucht wieder unsere Hilfe, gell? Na, ja, Robin, ich komme gleich. Ruffy, wir kommen! Wir haben Trophäe wieder bekommen. Alter. Alter. Der Kraken, wo ist der? Oh, da oben! Alter, wie geil! Oha! Ey, das ist mega cool gemacht. Dann willst du mich natürlich wieder als Haustier behandeln. Okay, wir müssen mit Kanonenkugeln jetzt also wieder abfeuern. Gut, dann machen wir das doch mal. Das ist krass, wie oft wir das mit Kanonenkugeln machen müssen. Schießen wir uns mal wieder ins Gesicht. Okay, schießen wir die Arme ab. Alter. Hallo, Brook. Ah, weiter abschießen. Aber wie schnell wir schießen können, unglaublich. Alter, wie... Oh mein Gott. Mitten ins Gesicht, mitten ins Gesicht, mitten ins Gesicht! Hallo, wie geht's? Guck mal, wie rot der wird! Alter! Ich glaube, es gibt eine Trophäe, da müssen wir irgendwie 5000 Punkte kriegen, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Okay, wieder schön die Arme abschießen. Ah! Oh, nochmal! Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin! Oh! Das tut weh. Freunde, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach manchmal... Das ist so krass, einfach das zu sehen manchmal.
Ich habe keine Kanonenkugel mehr. Schade. Ich muss echt mal gucken, ob das funktioniert. Ich kann nicht mehr schießen! Bam! Alter! Alter Robin, was geht bei dir ab? Hä? Das war doch das Lachen von Doflamingo, habe ich gerade gehört. Oh shit. Mingo! ちょっとした挨拶に来ただけだ。てめえは新入りか?面白そうなのがいるな。俺があいつをぶっ飛ばす。お前たちはこいつらを安全なところへ連れてってくれ。わかった。こいつらのことは任せろ。お前ら、急げ。 Ich will mir das angucken, den Kampf. Oh ja. Ninge-ukureta-yatsu-ga-iru-you-da-na. Moskito! Alter! Koitsu-ni-te-o-dasun-ja-ne! Alter! Dattara, mamotte-miro! Yaro! Alter! Raffi! Amai! Wow! Woo! Alter, danke Raffi für deine Unterstützung. Ich habe keine Kräfte. Bam, Raffi! Scheiße! Fortfahren. Komm nur her! Alter! Du hast aber kleine Eier? Wow! Was geht hier ab? Freunde! Schlimmer als jeder Gruselfilm! Alter! Danke für deine Unterstützung, Digga! Werft ihr mich jetzt von Bord, oder was? Eben, mein Abenteuer hat erst begonnen, Digga! Das nehme ich dir jetzt echt böse, Teleschnecke, gell? Das weißt du. Mein Traum wurde gerade in Erfüllung gegangen. Hi, Raffi! Dann sag mal ein paar Worte. Boah, voll geil irgendwie. Raffi, sag das zu mir! Ja, wir sind Akabas. Ey, das ist einfach zu cool. Glaub mir, bei mir ist er wie ein richtiges 3D-Modell. Ich kann sogar theoretischerweise um ihn herum gucken, so sieht das aus. Das wird gar nicht von euch irgendwie... Das wird gar nicht so rüberkommen bei euch. Das ist einfach krass. Okay, Freunde, wir haben jetzt das Lazarettzeug haben wir jetzt gemacht. Und gegen den Kraken haben wir auch gekämpft. Und Doflamingo hatten wir auch im Kampf. Wir müssten jetzt eigentlich noch das mit Namis Kajüte abchecken, Kombüse und Oberdeck. Und ich denke mal, wir machen das jetzt einfach so. Ich mache kurz einen Zusammenschnitt von diesen jeweiligen Abschnitten. Ich werde auch von Doflamingo das nochmal reinschneiden jetzt, falls was anderes passieren sollte. Deswegen, denke ich jetzt erstmal, dass wir schön zu Namis Kajüte reingehen und einfach mal checken, was da so abgehen wird, Freunde. Deswegen gucken wir mal. So, Freunde, da sind wir wieder. Hallo. Sitze ich gerade? Tatsächlich. Oh, ich sitze auf dem Bett. Hi. Na? Ich weiß gar nicht, ob ich das Mikrofon noch richtig hören kann hier. Ja? So.
Oh Mann. Da haben wir Barry, klauen wir das einfach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade einfach. Ich sage einfach ja. Ich sehe manchmal den Text, wie gesagt, nicht. Alter, neben Namen zu sitzen. Alter! Hallo! Ach stimmt ja, ich bin ja eine Frau. Das Lustige ist ja, Brooke kann so gar nicht auf die Fresse kriegen von Nami, von daher kann er so rumgeistern hier. Ja, möchte ich. Legen wir los. Kondome sind dabei. Du machst mich ganz verlegen. Guckt euch mal Brooke da um an. Der gönnt sich richtig. So. Das glaube ich dir, dass das Outfit sehr bequem ist. Es sieht auch sehr bequem aus. Total. Wie Brooke da oben abhebt. Okay, Frankie macht jetzt den Arsch hier fertig, Freunde. Guckt's euch an. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh shit. Ja, gut. Also, es war cool, Frankie, aber es geht besser. Viel besser, mein Freund, glaub mir. So, Freunde, jetzt sind wir in der Kombüse mal wieder. Und haben das natürlich wieder aus einer anderen Sicht hier. Oh, da haben wir Lust aufs Maske, die nehmen wir gleich mal jetzt. So geht es natürlich. Hallo. Habe ich erlaubt, dich, dass du mich anfasst irgendwie? Darf ich? Darfst du, ja. Ich möchte jetzt was zu essen haben, nicht später. Ich habe Hunger. Ich möchte gern was essen, dankeschön. Kochst du selbst auch? Ja, eigentlich schon. Ganz gerne eigentlich mal. Deswegen, warum nicht, ja. Fischstäbchen. Du würdest gerne eine meiner Kreationen probieren? Können wir gerne mal irgendwann bestimmt machen, Sanji. Der ist nicht giftig. Ich weiß nicht, könntet ihr Sachen essen, die zuvor giftig waren, aber durch das Kochen dann neutralisiert werden? Ich würde mich, glaube ich, nicht trauen. Sowas wie zum Beispiel Kugelfisch und so ein Zeugs würde ich, glaube ich, nicht essen. Ob ich einen Tee möchte? Ich bin mal so nett und sag ja. Ich möchte ungern Nein sagen, sonst haut er mich. Ich bin mal gespannt, was du so für einen Geschmack gefunden hast. Mal kurz noch mit ihm geredet. Mit ihm haben wir auch noch geredet. Gibt's das sonst noch wen? Nee, gibt's nicht. Wie er mich anmacht, Digga. Nur weil ich eine Frau bin. Wie Lust, ob gleich wieder Angst bekommen. Ja, es gibt wieder Stress scheinbar. Ja, ich werde mitkommen. Ihr braucht mich. Schade, Freunde. Es ist wieder Frankie, der das Ganze jetzt hier wieder macht. Muss uns leider angucken. Bam, Alter. Okay, von der Position sah das ein bisschen besser aus, muss ich ehrlich sagen. Oh, okay. So krass war es jetzt auch. Ist einfach Real Talk, Freunde. So, Freunde, jetzt sind wir auf dem Oberdeck bei Zorro. Krass, ey. Was ist denn das hier? Ah, Alkohol. Okay, das ist, gehört zu Zorro wahrscheinlich. Hi. Also, für meine weiblichen Zuschauer gibt es was Aufregendes zu sehen. Oh, Mann, ey. Willst du mir ein paar Ratschläge geben? Okay, dann bin ich mal gespannt, was du mir für Ratschläge gibst. Ne, ich hab kein. Doch, ich hab Schwerter. Ich hab sogar echte Schwerter. Ich hab eins von Trafalgar Law. Ich hab das von Eren Jäger. Ich hab das von Sasuke. Ob ich von hier komme?
Nein. Doch, nein, ich weiß nicht. Ich sag einfach ja. Ja, uns hat das Schicksal auf jeden Fall zusammengeführt, Zoro. Ich meine, du bist mein Lieblings-One-Piece-Charakter. Also ist der Strohbande. Hi. Zoro! Kyomo! スーパー励んでるな。おっしゃ。世界一の剣豪になるためだ。日々の鍛錬を欠かしたことはねえ。聞いて驚け。俺も毎日のコーラを欠かしたことはねえ。ディズポーズンフォーネ。何か目指してるもんがあるのか。 ob mir was Bestimmtes vorschwebt. Eigentlich nicht. Diesmal muss ich wirklich Nein sagen. Na, mal gucken, was ich trainiere. Die Handel dahin, die sieht ziemlich leicht aus. Die könnte ich mal hochheben. Soll ich? Hehe. Oh Mann, ey. Wie man einfach so mit denen reden kann hier noch. Jetzt müssen wir warten, bis Ruffy wieder ruft, Freunde. Hallo. Hä? Ah, da ruft Ruffy. Ruft, wir sollten rübergehen. Ja, greif mich bitte nicht mit deinen Schwertern an, auch wenn die ziemlich geil aussehen. Alter. Halt, Zoro. Ich bin Fan von dir. Oh. Freunde, ich bin zwischen den Beinen von Nico Robin. Oh, shit. Einfach nur genial, Freunde. Zu gut, wirklich. Einfach genial. So, Freunde, jetzt habt ihr alle Versionen gesehen, die es von diesem Spiel gibt. Ich bin wirklich überrascht. Ich fand es ziemlich cool. Es ist natürlich kein Meisterwerk. Dieses Spiel ist ja auch leider nur ein kleines Minispiel sozusagen. Für 10 Euro kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen, würde ich mal sagen. Und ja, das sollte es auch schon gewesen sein von dem Projekt. Es sollen nur 2 Parts sein, Freunde. Mehr hat das Spiel leider erstmal nicht zu bieten. Vielleicht kommt der DLC, aber ganz ehrlich, daran glaube ich überhaupt nicht dran. Würde es aber cool finden, vielleicht so ein kleines kostenloses natürlich. Also jetzt dafür nochmal Geld auszugeben, wäre schon ein bisschen blöd. Deswegen, Bandai, wenn ihr das hört und da geplant habt, irgendwas zu machen, haut es kostenlos raus. Wäre auf jeden Fall eine super Sache von euch. Und ja, Freunde, ich weiß nicht, wie hat es euch gefallen? Schreibt es ganz gerne rein. Ich fand das mit Doflamingo fand ich am besten. Das hat mir richtig gut gefallen, auch wenn es eine kurze Einlage war, immer wieder dasselbe war, egal bei welcher Version man das gemacht hat oder man aufgeben oder weitermachen ausgewählt hat, ist immer wieder dasselbe gewesen. Und ja, Freunde, das sollte es dann auf jeden Fall auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns dann auf jeden Fall zu einem neuen Projekt, zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, haut rein und ja, tödelö. Würde mich natürlich noch freuen, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben gebt, habe ich total vergessen zu sagen. Und dann sehen wir uns auch zu einem neuen Projekt wieder. Und bis dahin und jetzt wirklich tödelö.